Das Leben in der Burg. Das waren gute Zeiten. Die Leute waren geselliger. Wie wir schlemmten. Und die holden Weiber warten. Natürlich gab es Arbeit, die unseren Geist stärkte. Und uns Kraft gab. Aber vor allem waren es glückliche Zeiten. Und ja, dann waren da noch die Nachbarn. Seid gegrüßt, Sire. Euer Fester erwartet euch. Hallo Leute! Willkommen zu einem weiteren Let's Play. Und es handelt sich um nichts Geringeres als Stronghold von der Spieleschmiede Firefly Studios. Ja, ein absolut geniales Strategiespiel. Ich liebe es und bei diesem Intro bekomme ich jedes Mal Gänsehaut, weil es einfach genial ist. Was gibt es großartig über das Spiel zu erzählen? Nicht viel, es handelt sich um ein mittelalterliches Strategiespiel, um der es um Wirtschaft und Kampf geht. Und ja, ich denke mal, ihr werdet gut genug eingeführt, wenn ich einfach mal die Kampagne spiele. Und euch, ja, da wird man eigentlich selber ins Spiel eingeführt. Die Kampagne beginnt ziemlich einfach. Anhand von der Kampagne kann man das Spiel eigentlich lernen. Also man braucht eigentlich hier nicht irgendwie so eine Einführung, wie ich finde, da das Spiel ziemlich leicht zu verstehen ist und ziemlich selbsterklärend ist. Die Fortsetzung von dem Spiel ist Stronghold Crusader. Das ist schon eine Ecke härter. Da gibt es schon einige Tipps und Kniffe, die man vielleicht nicht auswendig weiß oder wo man vielleicht schon sich ein bisschen Gedanken machen muss, aber das werde ich bestimmt auch let's playen, aber auf jeden Fall erstmal mache ich Stronghold 1. So, und wir fangen auch gleich mal direkt an. So, es gibt hier verschiedene Modis, du kannst Belagerung spielen, Invasion, Mehrspielerpartie etc. Und du kannst hier natürlich die ganz normale Kampagne spielen. Und es gibt auch eine Wirtschaftskampagne, die werde ich vielleicht am Schluss oder zwischendran mal ransetzen. Freies Bauen gibt es auch, da kann man sich eine eigene Karte erstellen und Karten-Edit. Ja, Freies Bauen oder doch nur doch irgendwas anderes. Karten-Editor gibt es auch noch, da kann man sich die Karten erstellen. Und naja, im ersten Teil gibt es da noch nicht so viel Auswahlmöglichkeiten. Braucht man aber nicht, weil die Kampagne an sich schon genial genug ist. Und dazu gibt es auch eine schöne Story, die ich euch jetzt gleich mal einführen werde. Ja, ich habe hier schon die zweites Level zur Auswahl, weil ich zum Test, ob das Spiel gut läuft und so weiter. Und Soundtests habe ich schon mal das erste Level gemacht, aber ich mache es für euch nochmal. Kaum war der König mit seinen Mannen in das Land der Barbaren einmarschiert, kam das Gerücht auf, er solle durch eine Verschwörung vom Thron gestoßen werden. Tatsächlich wurde er bald gefangen genommen und kurz darauf begann auch schon die Invasion in sein Land. Einige Edelmänner im Dienste des Königs, darunter auch euer Vater, versuchten das Blutvergießen zu beenden, wurden jedoch auf dem Weg zu den Verhandlungen von einer Bande unbekannter Halunken massakriert. Auch ihr selbst wurdet in einen Wald auf einer Halbinsel zurückgedrängt, in dem sich eine kleine Truppe loyaler Männer versteckt hält. Ist das Land auch verloren, so könnt ihr von dieser Zuflucht aus zumindest den Tod eures Vaters rächen. Mission 1. Kräfte sammeln. Ich sage, wir schlagen sofort zu, jetzt oder nie. Nein, bloß nicht. So führen wir die paar Männer, die wir haben, wie die Lämmer zur Schlachtbank. Wir brauchen Zeit, um unsere Kräfte zu sammeln.
Unsinn! Ich werde mit 6 meiner besten Männer im Schutze der Dunkelheit in das feindliche Gebiet vordringen und... Nein, nein, so hört doch! Unsere Männer sind kurz vor dem Verhungern. Wir sollten Folgendes tun. Die Debatte zieht sich bis tief in die Nacht und schließlich nimmt euch Lord Woolzweck zur Seite. Sir Longarm sagt, er habe euren Vater gut gekannt. Deshalb will ich euch die Gelegenheit geben, euch zu beweisen. Ihr werdet das erste Kommando übernehmen. So, jetzt sind wir auch schon auf der Übersichtskarte. Hier sieht man, was neutrales Land ist. Das ist dieses Orange, sage ich jetzt mal. Das ist neutrales Land. Dann sieht man hier dieses, sage ich jetzt mal, dunkelorange oder fast leicht rötliche Land. Das gehört der Ratte. Das ist der leichteste Gegner, der am ungeschicktesten spielt, sage ich jetzt mal. Dann gibt es das gelbe Land. Das sind die Ländereien der Schlange. Die Schlange ist so hüllenzerhältig, also wie der Name schon sagt, eine Schlange halt. Dann das Schwein, gehören die roten Länder rein. Das Schwein ist so der Bauer, sage ich jetzt mal, unter den 4 Gegnern. Und dann gibt es da noch den Wolf. Der hat hier nur 3 Länder rein, ist aber strategisch gesehen eine harte Nuss. Naja, fangen wir mal an. Ihr werdet gebraucht, um den Aufbau eines Basislagers von ausreichender Größe zu überwachen. Sucht zuerst eine passende Lichtung und beginnt dann mit der Konstruktion. Holz gibt es hier ja zur Genüge. Ja, meine Ziele sind ganz leicht. Schafft Güter ran, 20 Fleisch und 40 Holz. Das ist ziemlich einfach. Man kann ja auch noch hier Hinweise klicken, aber ganz ehrlich, das sind so einfache Hinweise, die ich euch im Laufe des Spiels sowieso erklären werde. Hilfe, ja, das werden die ganzen... wie gesagt, man muss nur die Kampagne spielen, um das Spiel eigentlich zu verstehen, weil hier wird sowieso jedes neue Gebäude wird hier erklärt. Aber ich werde euch das alles sowieso selber erklären. Das könnt ihr von mir durchhören. So, dann fangen wir mal an. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Das Spiel fängt immer mit einem Bergfried an, den muss man platziert euren Kornspeicher, Sire. Ein Kornspeicher ist dafür da, damit Lebensmittel ihr könnt das werden. Nicht dort platzieren, my Lord. So, Moment, jetzt mache ich hier... Nein, Kornspeicher habe ich schon. Ich brauche eine Jagdhütte, genau. Also, es gibt Folgendes. Es gibt Beliebtheit, die seht ihr hier. Das Volk liebt euch, mein Lord. Wenn man keine Steuern verlangt, dann hat man plus einen Beliebtheitspunkt auf Steuern. Und wenn man keine Nahrung hat, unsere also Lebensmittelvorräte schwinden dahin, wenn die Nahrung hier weg ist auf 0, dann hat man minus 8 Beliebtheit. Zum Beispiel, wenn man unsere Lebensmittelvorräte hier plus schwinden dahin, doppelte Ration macht, bekommt man doppelte Beliebtheit. Großartig. Genau. Das Ganze ist wichtig, weil hier seht ihr diesen vollen Kreis. Und wenn ich eine Beliebtheit habe, die über 50 ist, dann füllt sich der Kreis und mit jedem vollen Kreis bekomme ich einen Bauern. Keine Steuern ist eine Sache. Genau. Aber wie wäre es mit einer eine Botschaft von eurem Informanten? Man hat Spuren von Tieren in der Umgebung ausgemacht, Sire. Ja, Touren schon, egal. Am Anfang ist das noch recht hilfreich, aber wir werden jetzt eben nicht brauchen. Ich kenne das Spiel auswendig. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Kundschafter melden Wolfsrudel, die sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. Genau. Also es geht eigentlich darum, man hat immer eine gewisse Anzahl von Bauern zur Verfügung. Die kann man erhöhen, indem man zum Beispiel eine Hütte baut. Und je mehr Bauern man sind, desto mehr Fleisch wird benötigt. Und desto mehr Steuern bekommt man auch, wenn man Steuern verlangt. Keine Veränderung in der Schatzkammer, hier seht ihr, keine Steuern gibt plus 1. Man kann auch Spenden geben, dann steigert das die Beliebtheit. Bei mir jetzt in meinem Fall nicht, weil ich 0 Gold habe und keine Spende geben kann. Und man kann halt verschiedene Steuern... Und ich dann bitte demnach euch, eine ich muss eine Familie Minus Beliebtheit, sage ich jetzt mal. Und bekommt dafür aber auch Geld. Aber ihr habt jetzt gesehen... Ein wirklich gerechtes Ja, das war ja schon das erste Level, wir das geht recht schnell. Ja, das war ein bisschen schnell zu erklären. Man bekommt halt... man muss halt schauen, dass man, wenn man Steuern verlangt, dass man im Gegenzug... genug für Bier sorgt oder für andere oder für Religionen oder für doppelte Nahrung oder verschiedene Nahrungsarten gibt auch mehr Beliebtheit. Und wenn man das alles hat, dann kann man Steuern verlangen. Und Geld braucht man letztendlich, um Waffenproduktion zu machen oder um Militär herzustellen. Aber das erfahrt ihr später noch. Während die Männer mit vereinten Kräften die kostbaren Vorräte in den Kornspeicher schleppen, reiten Sir Longarm und Lord Woolzweck in das Lager. Gute Arbeit! Gar nicht schlecht für das erste Mal!
Nein, nein, nein! Oh, der Narr hat das Lager inmitten eines Wanderpfades von Wölfen aufgestellt. Umso besser! Das verschafft den Männern die nötige Übung für unseren geplanten Schlag. Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Kundschafter auszusenden, um einen geeigneteren Standort zu finden. So, wir haben das erste Level geschafft und das Land verwandelt sich blau. Sprich, wir haben dieses Land besetzt und das ist jetzt unser Königreich. Yeah! Mission 2, Ausbau der Festung. Das Lager hat Tag für Tag mehr mit den Wölfen zu kämpfen und ihr ständiges Heulen raubt den Männern den Schlaf. Die Lage droht außer Kontrolle zu geraten, als Lord Woolsacks Kundschafter zurückkehrt. Kurz darauf werdet ihr ins Zelt der Befehlshaber gerufen. Sir Longarm hat mich überredet, euch eine zweite Chance zu geben. Wir haben die verfallenen Überreste einer Palisade gefunden. Die Wölfe sind in diesem Land im Winter eine regelrechte Plage. Also sollten wir die Palisade schnellstens wieder aufbauen. Diesmal dürft ihr nicht versagen. Haltet also die Augen offen. Um die Sicherheit eurer Männer zu gewährleisten, müsst ihr die verfallene Palisade erneuern, ehe der Winter einbricht. Wenn ein Wolf eure Bauern bedroht, setzt die Bogenschützen ein. Gut, soweit so gut. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Nicht weiter schwer. Setzen wir gleich mal hier einen Kornspeicher. Den setze ich außerhalb von der Burg, damit ich mit dem Kornspeicher möglichst nah an meiner Nahrungsproduktion bin. Dann brauchen wir noch Holzfällehütten. Diese Holzfällehütten sollte man auch immer recht nah an Wald platzieren. Und der Wald sollte möglichst nah am Vorratslager sein. So, man kann auch die Geschwindigkeit vom Spiel einstellen mit den Plus- und Minustasten auf dem Numpad, wie ihr rechts oben in der Ecke seht. Ja, genau. Das ist auch noch möglich. Bogenschützen. Ja, ich habe hier eure sogar Befehle? Bogenschützen. Ich könnte jetzt hier theoretisch sogar schon selber Wölfe angreifen. Mache ich aber erstmal das Burgtor hier zu. Bin zur Stelle. Pfeile bereit. So, jetzt greifen die ersten Wölfe an. Man kann auch den hier einsetzen, um die Wölfe anzugreifen. Ja. Bogen gespannt. Aber wenn der Burke hier stirbt, dann hat man das Spiel verloren. Wölfe greifen an, my Lord. Bogenschützen bereit. Ja, am Anfang stirbt man eigentlich sowieso nicht. Wobei ich muss sagen, in Stronghold, im normalen Stronghold, ist der Burgherr noch ziemlich schwach, wie ich finde. So, jetzt bauen wir nochmal. Ja, bauen wir nochmal drei Holzfällerhütten. So. Haben wir hier eh genug faules Volk, möchte ich jetzt mal sagen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Also wir haben jetzt schon 34 von 35 Fleisch. Also brauche ich mich jetzt eigentlich nur noch um die Holzproduktion kümmern. So. Ihr seht, wenn ich das hier noch zumache, dann ist das Level auch schon wieder geschafft. Also die ersten Level sind wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Genau, was gibt es noch zu... wie gesagt, die stärkste Einheit im Spiel, das ist euer Burgherr selber. Der ist am stärksten. Aber wenn der stirbt, dann habt ihr, wie gesagt, das im Spiel auch verloren. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ah. Die Wölfe streifen umher, Sire. Jetzt streifen die Wölfe sogar schon umher. Aber das interessiert mich nicht mehr. Denn ich glaube, ich kann schon mal zumachen. So, das Level müsste geschafft sein. Jawohl. Sieg! Ja. So. Zumindest konntet ihr eure Aufgabe zur Hälfte erfüllen. Wieso zur Hälfte? Gut gemacht. Unsere Männer sind in Sicherheit und wir können einen Jagdtrupp in die nächste Grafschaft aussenden, um die Wölfe dort auszurotten. Ich fürchte, das ist unabdingbar. Aber wir müssen behutsam vorgehen. Denn die Grafschaft ist nahe der Grenze zum Feind. So, und wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Stronghold!